Hallöchen und willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt Hearts of Stone. Hi. Bei der neuen Mühle, wir haben ja festgestellt, super, alte Mühle, neue Mühle. Fantastisches Detail, habe ich garantiert beim ersten Durchlauf vergessen. Willkommen zurück, es ist sehr warm. Ich mache mal kurz die Kamera an. Licht an, Kamera an. Ich esse was. Ich habe hier einen Teller stehen und esse nebenbei ein bisschen. Das wundert euch nicht, wenn ich die Kamera jetzt wieder ausmache, beziehungsweise wenn ich ein bisschen abwesend wirke. Ich kaue gerade, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wir führen jetzt in den Dialog mit diesem Runenschmied und ich schlage mir währenddessen ein bisschen den Magen voll. Es ist sehr, sehr warm, aber ich habe gerade Durchzug, weil ich allein zu Hause bin. Dementsprechend ist es gut machbar. Licht wieder aus und wir gehen mal zum Runenschmied. Und das hier, um das nochmal zu betonen, ist DLC-Inhalt. Also im normalen The Witcher 3 Wild Hunt Hauptspiel gibt es diesen Mann und ich glaube sogar diesen Ort hier nicht. Boah, wie schön das Seil da hängt, ne? Der Bauer da oben spielt Flöte. Ach, wie schön. Schade, abgeschlossen. Ach ja, ich liebe es. Die Detailverliebtheit, die ist einfach klasse. Okay, für dich ein Angebot, weißhaariger Mann. Ist das so? Hallo? Ist ein weiter Weg bis Ophir. Ein weiter Weg voller Gefahr. Aber bei uns zu Hause sagt man, im Mut zum Risiko liegt große Ehre. Hat was, unbestritten. Hält aber meinen Erfahrungen nicht stand. Gefahren gibt es viele, Ehre eher nicht. Weil dem Risiko Absicht vorausgeht. Eine Absicht ist wichtig. Den weiten Weg ich auf mich nahm, um das Unbekannte zu bewundern und mir und meinem Lehnsherrn zu bringen. Die Welt wir müssen erkunden, jungfräuliche Länder entdecken, neues Wissen unter unseren Brüdern verbreiten. Denn gibt es Schöneres im Leben, als zu bewundern das Neue und Ehrfurcht zu zeigen vor der niemals endenden Schöpfung der Welt? Ist das hier etwa ein Lager von Entdeckern und Philosophen? So ist es. Wir kamen, eure Bräuche kennenzulernen, Wissen auszutauschen und auch Handel zu treiben. Mhm. Deine Heimat. Ich würde gerne etwas darüber hören, wenn du die Zeit hast. Wenn du Zeit hast. Denn über mein Zuhause könnte ich erzählen, bis deine Ohren welken und deine Beine schwach werden. Was man hier Ophir nennt, sind in Wahrheit viele verschiedene Länder und Völker. Ein Land ist es mit weiten Steppen, gewaltigen Bergen, kristallklaren Seen und unberührter Wildnis. Ein Land gefallener Imperien, Königreiche auf dem Höhepunkt ihrer Macht und Stämme, die keine Könige kennen. Doch dafür die Zeit, als die Welt noch jung war. Welches Land nennst du dein Zuhause? Eine Stadt mit Türmen, die Nilfgaard von Neid erblassen lassen würde. Mit Philosophen, Ärzten, Mathematikern und Magiern. Doch über Letztere solltest du meinen Freund befragen, denn er ist einer von ihnen. Ein Runenschmied. Ich werde mit ihm reden. Okay. Hübsches Pferd hast du da. Ah ja, Baba Yetza ist eine treue Gefährtin. Und sie ist klüger als viele Menschen. So viele Rennen haben wir gewonnen. Also ein Entdecker und schneller Reiter in einem? Wo ich herkomme, reiten kleine Kinder. Und jede Versammlung wird mit einem Rennen gekrönt. Oh nein. Oh nein, ich habe viel zu lange keine Pferderennen mehr gemacht. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen? Oh! Oh! Ophirischer Säbel. Ophirische Tunika. Hm. Phil bockt mich ja irgendwie, weil es da was anderes ist, wisst ihr? Kapazität. Wie viel haben wir denn aktuell? Sehe ich gar nicht, ne?
Gaunter Odim. Ihr wisst ja, wir müssen alle Gwindkarten kaufen. Ich habe dieses Schema gefunden. Die Zeichen sind vielleicht ophirisch, aber ich kann sie nicht entziffern. Hilfst du mir? Diese Schrift erkenne ich. In diesem Land gab es sofort Ärger. Mit Einheimischen. Eigentlich Räuber. Wir wurden angegriffen. Das sind Anweisungen zum Herstellen fantastischer Ausrüstung. Eines Königs würdig. Dem Herrscher sollte ich sie geben. Bringe sie mir alle zurück. So fertige ich dir Duplikate in der Sprache eurer Handwerker an. Klingt doch gut. Ich glaube, ich kann diese Schemata für dich finden. Diese Banditen, sie schienen Ritter zu sein. Das macht es noch schlimmer. Raubritter. Wo hat dieser Angriff stattgefunden? An einer Kreuzung, in der Nähe einer Sägemühle. Im Norden liegt die Ruine eines Hauses, glaube ich. Mal sehen, was ich tun kann. Bis dann. Aber Förderin! Na gut. Dann holen wir erst einmal die Schemata aus. Lötze! Wie ist denn eigentlich? Geht ja sogar, oder? Die Autobelichtung von der Sony-Kamera ist halt der Hammer, ne? Muss man schon sagen. Also es ist krass, wie wenig man eigentlich selber noch nachbearbeiten muss. Generell auch mit dem neuen Mikrofon jetzt. Ich weiß nur nicht so richtig, ich will es eigentlich nicht anfassen, weil es nachher kaputt geht. Also ich will wirklich... Ich hatte ja das Procaster. Sehr geiles Mikrofon. Aber mich hat das sehr gestört, dass das nah am Mund hing und keinen Popschutz hatte. Und das Schuh ist ja allzeit bekannt. Und das war jetzt so mein Wunsch-Upgrade seit, ich glaube, einem Jahr ungefähr. Liebäugel ich schon damit. Ja, und jetzt war es halt möglich. Ich hatte die Möglichkeit, das zu bekommen. Neu. Das ist kein Gebrauchtes. Ich wollte die Garantie auch mitnehmen auf jeden Fall. Und ich möchte mir jetzt auch kein neues Mikrofon kaufen. Also die nächsten 5-6 Jahre kein neues Mikrofon. Wenn nicht noch länger. Und daher soll es halt nicht kaputt gehen. Und deswegen fasse ich das ungern an. Okay, wir haben hier also... Es kann gut sein, dass das hier komplett DLC-Gebiet ist. Mir fällt nämlich auf, dass generell alles ein bisschen... schöner ist von der Vegetation her und so. Also es kann gut sein, dass hier die Ecke... Wir gucken mal kurz auf die Karte. Hier diese Ecke DLC ist. Ich weiß es aber nicht genau. Komm schon, Plätze. Oha, Plätze. Komm schon. Also das hier ist doch so ein... Das sind doch die Behälter, in denen man Trauben trampelt, oder? Verstehe ich richtig, ne? Hier werden doch Trauben klein getrampelt, die dann zu Wein weiterverarbeitet werden. Warum liegt da eine tote Ratte drin? Das Problem ist übrigens gerade, es ist Windstille draußen. Es ist sehr warm und Windstille und das ist sehr tödlich. Also aktuell sehr unschön. Oh, sieht das schön aus. Ich hoffe wirklich, ihr könnt auch ein bisschen von der Stimmung mitnehmen. Es ist wirklich fantastisch. Ach, Entschuldigung. Aufstoßen. Ja, jetzt habe ich mein Brot hier liegen und esse es nicht mehr. Das ist auch nicht so geil. Ja, ein Schema haben wir schon gefunden. Das war ja in der Ruine von diesem verzweifelten Grafen, der sich nicht mehr erinnern kann. 1 von 4. Yay. Okay, das ist das Holzfällerlager. Hier waren wir auch schon mal, wer sich noch erinnert.
Sie will immer nur vögeln. Mach keinen Finger krumm auf dem Hof. Kommt mir bekannt vor. War ein Witz. Das ist alles nicht mal einen Hundepimmel wert. Ah? Ah. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Hier fand wohl ein blutiger Kampf statt. Die Leute der Karawane hatten keine Chance. Die Spuren führen nach Norden. Die Spur verliert sich hier. Ich muss mich umsehen. Vielleicht kann ich sie wieder aufnehmen. Hier wurde jemand verwundet. Er fing an, stark zu bluten. Raubritter. Was mag das wohl bedeuten? Die haben wahrscheinlich eine Geisel genommen. Die Blutspur gehört zur Geisel. Sie hier sterben zu lassen, wäre zu riskant gewesen. Ich habe die Spur verloren. Ich muss mich nach etwas anderem umsehen. Gefunden. Sie führt dort lang. Das waren ganz schön viele, hä? Huh? Oh. Die Spur endet hier. Unter dem Dreck und Staub verbirgt sich eine Falltür. Ein Geheimgang? Hallo? So, schnell Axi. Und dann sollte das eigentlich ganz easy werden hier. Oh, fuck mal weg. Mund halten und kämpfen. Ja, die Schildtypen sind doch die schlimmsten. Wir können auch parieren. So. Aber für einen Treffer ist es auch eher so meh. Okay. Nice, oder? Ja, ja, voll lange. Kämpf doch mal schneller. Ich finde, es ist okay. In der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Ist zwar nicht mein Motto, aber naja. Rüstungsschema unübersetzt. Brief mit Befehlen. In fremder Sprache. Lies den Brief, den du gefunden hast. Würde ich gerne, wird mir aber nicht angezeigt. Schade. Oh.
Robbe, du hattest einen Monat Zeit und nichts, keine Fortschritte. Das Schema ist genauso unverständlich wie am Anfang. Das war es jetzt. Schluss mit dem Gedöns. Du wirst jetzt Folgendes tun. Behalte ein Schema und sieh es dir an, bis du auf etwas stößt. Und den Rest schickst du an die anderen Lager. Vielleicht sind einige der Jungs da weniger begriffsstutzig und schaffen es, diese Scheißkritzelei in irgendwas Brauchbares zu übersetzen. Diese Alchemisten beim Bienengarten haben ihr halbes Leben mit Büchern verbracht, also schick ihnen eine der Zeichnungen. Schick noch eine andere an den Trupp in den Ruinen des Ziegelbaus am See. Einer von den Kerlen sollte angeblich zum Priester geweiht werden. Er spricht auch andere Sprachen. Und Entschuldigung. Und in unserer Transferbasis im Sumpf bei dem verlassenen Dorf gibt es einen ehemaligen Bibliothekarsgehilfen. Schick ihm das dritte Schema. Ulrich. PS, versuch zur Inspiration mal das hier zu übersetzen. Robbe ken miche am Orge legge. Haha. Okay. Schön. Robbe kann mich am Arsch lecke. Das war sächsisch, oder? Nee. Los, lauf! Ja, machen wir, oder? Noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Aua. Holy shit. Ja, ich bin zu greedy gerade, ne? Aua. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Ach ja, fette Deamins Notizen. 15. Unser Ameisensäurevorrat geht bedrohlich schnell zur Neige. Sicher, Meister Ulrich hat Brüder. Ach so, ich kann auch gerne die. Ups. So ist okay, ne?
Hat Brüder ausgesandt, um die Hauptstraße zu beobachten, aber ich halte es für mehr als unwahrscheinlich, dass eine Alchemistenkarawane mit Wagen voller Säure an ihnen vorbeireitet. Also müssen wir selbst versuchen, welche aufzutreiben, sonst können wir es vergessen, mehr Fistech zu produzieren. Meine Experimente haben gezeigt, dass wir die fehlende Substanz durch eine sehr einfache Prozedur erhalten können. Jetzt muss ich nur noch die Brüder davon überzeugen, dass ein paar Bienenstiche nötig sind. Die Gewinnung von Ameisensäure aus Bienengift hat sich als außerordentlich mühsam erwiesen und sie läuft viel zu langsam, um unseren Bedarf zu decken. Vielleicht sollten wir die Methode ändern. Kürzelte Randnotiz: Idee, einen abgedeckten Topf über offenem Feuer Urtica Dioka köcheln und den Dampf in eine Reihe von darunter stehenden Holzeimern kondensieren lassen. Einer davon enthält den Säureanteil und möglicherweise ein Ameisensäure-Derivat. Verstehe ich kein Wort von. Die Brüder sind inzwischen extrem gereizt. Nicht nur wegen der Bienenstiche, sondern auch wegen der Tatsache, dass sie Brennnesseln sammeln müssen. Okay. Achso, der ist tot. Den habe ich nicht umgebracht. Das ist, glaube ich, der tote Alchemist hier. Die hatten nach den Bienenstichen wohl keinen Bock mehr. Stiefelschema. Zerknitterter Brief. Warum wird denn immer nur das Neueste angezeigt? Sehr ärgerlich. Mein Computer ist ganz schön laut. Tor, Ulrich hat mir gesagt, dass ich dir eine dieser gestohlenen Schemata schicken soll. Die will er unbedingt so schnell wie möglich entschlüsselt. Keine Ahnung, was ihn da reitet, aber wie ich ihn kenne, geht es darum Geld. Ganz bestimmt. Also, wenn du was rausbekommst, schreib erstmal mir. Damit, dann schauen wir, was wir als nächstes tun. Dieser Kerl macht mich langsam wütend. Sitzt die ganze Zeit auf seinem Arsch und steht nur auf, um uns runterzumachen. Wird Zeit, dass wir dem eine Lektion erteilen. Robbe. Rebellion! Schön. Ja, ich genieße das gerade. Ne? Wir machen ganz entspannt. Wir hetzen uns nicht ab. Mein PC explodiert gleich, aber dafür ist er ja da, ne? Lauf, okay. Letztes Schema. Sind wir gelevelt? Aber 6, ich weiß gar nicht. Wir haben uns sicherlich was bei dem ganzen Skillen gedacht vor 9 Monaten. Ah ja, ah ja. Was ist das hier? Von Everick anwesend. Ja. Ja. Reiten wir einmal rundum. Wie gesagt, das wird noch storyrelevant. Ich weiß, ist gemein. Ihr seid da so ein bisschen angeteasert, aber fühlt euch angeteasert. Das wird mega geil da drin. Definitiv ein Highlight von Superstellerei. Generell sind ja Hearts of Stone und Blood and Wine mit die besten DLCs. Es wird immer nur von Blood and Wine gesprochen. Wenn man von guten DLCs redet meistens. Tatsächlich darf man aber nicht vergessen, dass Blood and Wine und Hearts of Stone zwei ganz unterschiedliche Ansatzpunkte haben. Nämlich Blood and Wine ergänzt die Spielwelt um ein ganz neues Gebiet, währenddessen sich Hearts of Stone in die Spielwelt einbaut. Und ich bin ein sehr großer Freund von in die Spielwelt integrierte Gebiete. Wenn sie es denn gut anfühlt. Klassisches Beispiel ist, kann man nicht wirklich vergleichen. Ich wollte Gothic 2 sagen, aber da kommt ja auch ein neues Gebiet dazu. Aber es ändert sich auch sehr viel in der vorhandenen Spielwelt. Dass zum Beispiel auf einmal Vatras die Stadt verlässt. Beziehungsweise bevor er die Stadt verlässt, einen Ersatzmagier braucht. Du hast...
und man so dann eben nach Jakendar kommt. Also es ist sehr cool gemacht, dass eben auch die Spielwelt selber sich so ein bisschen nach dem DLC formt. Ups. Langsam. Das wollte ich gar nicht. Garin Anwesen. Komme ich hier rein? Abgeschlossen. Ist das komplett nicht zugänglich oder nur die Ecke hier? Schneller. Könnte halt wieder story-relevant sein. Wir sind jetzt schon so ein bisschen hier im DLC-Gebiet unterwegs. Nee, ist komplett geblockt. Okay, dann müssen wir da später hin. Aber unser Banditenlager ist hier und wird jetzt erstmal von uns ein bisschen aufgeräumt. Dumm. Fehler. Machen wir ihn fertig. Alle zusammen. Oh fuck, ich dachte, das wäre der Schütze. Oh Mann. Es wird bald vorbei sein. Hier, Hexer, Hexer. Oh, fuck. Hier,
Eieiei. Befehle. Donner, ich warne dich. Schupf noch einmal so viel Fistich. Schnupf noch einmal so viel Fistich. Und du landest im Totenwald, so wie dieser wahnsinnige Fistich-Junkie Peter. Deine Aufgabe ist, das Zeug zu verkaufen, nicht zu inhalieren. 100.000 heulende Höllenhunde. Erwarte heute eine Abholung. M. Wer ist M? Who is M? Brief mit Befehlen. Ach, ich kann einfach oben umswitchen, ne? 2. Levi, hast du das Schema von Robbe bekommen? Gibt es da schon Fortschritte? Sobald du auch nur ein Wort entzifferst, schreib direkt mir, da dieser blöde Robbe irgendeinen Scheiß versuchen wird. Wir sitzen da auf einer Goldmine, Kumpel. Wir müssen nur rauskriegen, was auf diesem Papier gekritzelt wurde. Dann rennen uns die Käufer die Bude ein. Also, bis auf Weiteres wird niemand überfallen und ausgeraubt. Bleib im Lager und strengt eure Köpfe an, bis euch etwas Sinnvolles einfällt, Ulrich. Ja, die wollten also A auf jeden Fall verarschen. Donners Tagebuch. In diesem Tagebuch sind einige Gedichte und abstrakte Skizzen zu finden. Der überwiegende Teil unverständliches Gekrakel. Ich wurde zum Schmugglerposten versetzt, schon wieder. Diesen Posten liebe ich wie keinen anderen. Denn hier gibt es nicht viel zu tun. Man muss nur den ganzen Tag auf Käufer warten. Und wenn ein Mann sich langweilt und eine gute Ware vor der Nase hat, haha, macht er einen tiefen Atemzug oder auch zwei. Außerdem erscheinen manchmal Leute, die unseren Beruf nicht mögen oder die uns übers Ohr hauen wollen. Dann geben wir ihnen die Behandlung, die sie verdienen. Uff, das Schreiben hat mich müde gemacht. Mal sehen, ob ich zur Erholung mal tief Luft holen kann. Hahaha. Danach schreibe ich ein Gedicht. Randnotiz. Alles dreht sich, die Welt bewegt sich. Momentan Momente vergehen. Ich kann den Sinn des Lebens verstehen. Verschling das Leben, lass es das Fasten beenden. Der Rausch lässt dich beben, doch der Genuss sinkt behende. Das Fleisch ist Ekstase, hell rauscht's durch die Adern. Bringt der Tod doch seine Saat, da hilft auch kein Hadern. Gar nicht so schlecht, oder? Schlecht gelesen, ja. Aber der Inhalt war nicht so schlecht. Überraschend einfach, oder? War okay. Entschuldigung. Langsam. Alte Mühle, neue Mühle. Gehen wir mal hier rum, oder? Ich mag ja diese Wege um einen Müllersee. Alte Kapelle. Versteckter Schatz. Moment! Der wird geholt. Da ist bestimmt DLC-Gebiet alles hier. Ein Sturm. Verdammt. Peter Glättfrieds Pastoraltagebuch. Das Tagebuch ist mit Blut bedeckt und schwer beschädigt. Nur die letzte Seite lässt sich noch entziffern.
Meine Predigtreise zum Ruhen des Feuers führte mich als nächstes ins Dorf Brunwig, das sich um den See herumschwingt. Und wahrlich, was erleuchtet die allerheiligste Flamme dort für mich? Eine Gruppe von Heiden mit verhärteten Herzen zu sehr in Sünde verfallen, um noch nur einen verfluchten Finger zu krümmen, der sich um den Herd des ewigen Feuers krümmen könnte. Von heiligem Zorn erfüllt fragte ich sie, warum ist eure Kapelle in so einem jämmerlichen Zustand? Warum ist euer Friedhof mit Unkraut bedeckt? Ihre Antwort, Geister, Flüche suchen den heiligen Boden heim. Sie beschuldigten die Frau des Ältesten, sagten, sie sei von ihrem Reichtum in den Wahnsinn getrieben worden und seit dieser Tragödie liegt die Kapelle in Ruinen und niemand wagt es, sich ihr zu nähern. So liegt es nun an mir, diese verblendeten, verlorenen Schafe zurück auf den rechten Weg zu führen, hinweg von dem Unrat, an den sie glauben. Ich habe vor, die Kapelle allein zu betreten, nur mit einer Fackel des ewigen Feuers, die meinen Weg erhellen wird und dann herauszufinden, was dort drin lauert. Hat ja gut funktioniert. Stopp, stopp, stopp. Okay. Sicherlich nicht die richtigen Gegner für einen Pastor, oder? Ich brauche unbedingt neues Trinken. Ich habe noch das hier. Ja, die Sinalko schmeckt. Unbezahlte Werbung. Shit, das MacBook war aus. Ich brauche unbedingt neues Trinken. Ah. Nee, also nochmal, kann ich vielleicht sogar verstehen, dass der Pastor gestorben ist. Hallo? Der Schlüssel war, die einfach nur ein bisschen kommen zu lassen, ne? Also nicht an den dran kleben, sondern lieber sie in den Kreis kommen lassen.
Edberts Abschiedsnotiz. Mir ist nichts geblieben, gar nichts. Alles, was mir bleibt, ist, die Geschichte meiner Familie aufzuzeichnen. Eine Geschichte voller Furcht und Schrecken. Möge ich sie in diesem Brief niederschreiben können, bevor ich selbst dahin scheide. Es scheint ein Traum zu sein, der sich wie der Morgennebel auflöst. Doch es gab eine Zeit, in der wir glücklich waren. Eine wunderschöne Frau, Ornesta und ich. Unsere Hochzeit war ein gesellschaftliches Großereignis und ein rauschendes Fest. Ein Jahr später wurde unsere Geliebte Mildburga geboren. Die Leute priesen die Schönheit unserer Tochter, sagten, sie sei ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Ornesta verärgerte das immer etwas, doch ich schenkte dem damals keine Beachtung. Schon bald wuchs unsere Familie weiter. Erst kam Mathilda, dann Ethel, beide so rein wie Engel. Doch Ornesta, nun, ich werde nie den Abend vergessen, an dem sie da saß und ihr langes, kastanienbraunes Haar kämmte, während die Mädchen weinten und weinten. Ich sagte zu ihr, Liebes, ich glaube, die Mädchen haben Hunger. Daraufhin kanzelte sie mich das erste Mal, ab, sagte, sie hätte kein Recht darauf, hungrig zu sein, dass sie ihr ihre Schönheit und ihre Jugend gestohlen hätten, dass das mehr als genug sei, von dem sie zehren könnten. Ich hätte das damals schon wissen sollen. Ich hätte wissen sollen, dass sich der Wahnsinn in den Verstand meiner Geliebten eingeschlichen hatte und dass er sich mit jedem Kompliment, das unsere Kinder erhielten, tiefer dort eingrub. Jahr für Jahr wurden die Mädchen größer und anmutiger, aber die Zeit meinte es mit den Alten nicht gut und auch Ornesta blieb von ihrer Grausamkeit nicht verschont. Ihre Haut wurde faltig und verlor den Glanz der Jugend. Eines Nachts weckte mich das Mondlicht, das die ganze Welt in einem gespenstigen Schein tauchte. Ich sah mich in unserem Heim um. Sie war leer. Unserer Hütte, Entschuldigung. Ich lief zur Tür hinaus und entdeckte Abdrücke von nackten Füßen, die zum Friedhof an der Kapelle führten. Als ich sie sah, klopfte mir das Herz bis zum Hals. Ich fand sie, alle drei, um den Springbrunnen drapiert. Wäre ich nicht ihr Vater gewesen, hätte ich sie nicht erkannt. Tiefe Schnitte verunstalteten ihre liebreizenden Gesichter. Hautfetzen und sogar Fleischstücke lagen überall verstreut. Als ich noch den Anblick des Schlachtfestes auf mich wirken ließ, hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Und so war es auch. Ornesta stand auf einem Hocker bei einem einsamen Baum. Um ihren Hals lag ein Seil wie eine dämonische Halskette. Sie nahmen mir alles, was ich hatte. Alles, was mir etwas bedeutete, sagte sie. Dann sprang sie. Sie ist tot, meine Ornesta, meine drei Töchter, auch sie sind nicht mehr. Ich werde ihnen schon bald folgen. Ich habe alles genommen, was ich besitze und den Göttern geopfert. Vielleicht vergeben sie mir und meiner geliebten Ornesta. Wo denn? Neumondrüstung, Neumondstiefel, ist das ein Set? Warum bin ich denn so schwer beladen? Wäre jetzt natürlich geil, wenn hier irgendwo noch das Seil hängen würde, beziehungsweise der Hocker stehen würde, ne? Alter. Das sind noch die Leichen. 1, 2, 3.
Und das ist Ornesta. Alter, versteht ihr? Das sind die drei Töchter, die sie umgebracht hat. Und das ist sie wahrscheinlich. Geil gemacht. Holy shit. So Details sind es halt, ne? Ja gut, dass der Priester dessen nicht gewachsen war, kann man ja sogar fast verstehen, oder? Hiermit gewährt die Ochsenfurter Kurier der Kirche des ewigen Feuers den Einwohnern der folgenden Dörfer die Aussetzung der Anbetungspflicht in der Kapelle des ewigen Feuers. Bohnenwich, Erde und Hudel. Aus ungeklärter Ursache halten üble Kräfte die heiligen Stätten dieser Dörfer besetzt, befleckt die Hoheit der Kirche sowie ihren heiligen Boden. Bis ein professioneller Exorzist engagiert werden kann, wird davon abgeraten, in den genannten Dörfern die Friedhöfe oder die Friedhofskapellen aufzusuchen. Vater Wilhelmius Eie, Büro der Ochsenfurter Kurie. Waren wir in anderen Dörfern denn schon? Ha! Huh. Neue Mühle. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Ich konnte alle Schemata finden. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Du hast meinen Glauben an die Menschen wiederhergestellt. Nun, da ich Hilfe von einem Fremden in diesem barbarischen Land erfuhr. Nichts zu danken, wirklich. Wie vereinbart, fertige ich dir Duplikate an. Das kann jedoch einen Tag dauern. Komm morgen wieder. Dann habe ich deine Belohnung bereit. In Ordnung. Bis morgen dann. Meditation ist so toll. Sicherheitshalber mal nochmal den Kreis durch. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Sind die Duplikate der Schemata fertig? Ja, sie gehören dir. Genau wie mein Dank. Danke und lebe wohl. Voll geil hier im Hintergrund die ganzen Waffen, ne? Sind wir getrunken? Okay. Vierische Schuppenrüstung. Ah! Ophirisch. Oh, was? Ah. Oh. Oha. Oha. Aber 38 dauert noch ein bisschen, huh? Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Ich habe viel über Stuten aus Ophir gehört, dass sie schnell sind. Lust auf ein Rennen. Schnell wie der Westwind sind unsere Pferde. Das zu zeigen wäre eine Ehre. Also, ein Rennen. Oh oh. Schneller! Ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Schneller! Führe dein Ross an seine Grenze. Ihr seid immer noch mit das optisch auf jeden Fall geilste Reiten, oder? Ich finde diese, die Kameraperspektive, Monsternest. Wir decken gerade noch ein paar Monsternester übrigens. Und eine verlassene Stätte. Wo auch immer wir hier gerade sind.
Und das Stadtzentrum von Brunwich. Okay. Komm schon. Schneller. Ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Ja, ja, mach ich ja. Ich muss nur kurz die Ausdauer regenerieren. Das ist einmal um den Fluss rum, ne? Um den See rum. Dann haben wir nur einen Teil der Stadt bis jetzt überhaupt gesehen. Gut zu wissen. Führe dein Ross an seine Grenzen. Die alte Kapelle kennen wir ja. So, und in Horizon wird der jetzt einfach nach vorne ploppen. Weil es ja lustig ist, haha. Langsam. Stuten aus Ophir sind vielleicht schnell wie der Wind, aber nicht so schnell wie Plätze. Ich gratuliere dir. Einen Sattel bekommst du, als Andenken an unseren Wettstreit. Damit wirst du ein noch schnellerer Reiter. Danke. Was sagst du dazu, Plätze? Wie ein Mann sein Pferd behandelt, sagt viel über ihn. Unsere Legenden erzählen von einer Zeit, als die Liebe zusammenbrachte den Himmel und die Steppe. Und so wurde die erste Stute geboren. Schwach waren die Menschen. Sie fielen zahlreichen Gefahren zum Opfer. Die Stute zog sie groß und nährte sie mit ihrer Milch. Sie wurden stark. Dann ließ sie sie aufsatteln. Sie wurden zu Kriegern und kämpften gegen all ihre Feinde. Die Legenden lehren uns, unsere Pferde zu achten, denn sie sind edel. Schöne Geschichte. Danke dafür. Und für das Rennen. Sympathischer Kollege, oder? Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Große Frage, ist der Sattel besser? Ja. Nice. Wobei, wir können mit dem Handel, ne? Dich wieder... Pass auf. Geh und der... Dich wieder... Bam. Deine Hand... Entschuldigung. Was hast du aus... So. Der Händler hat nicht genug Gold. Aber er hat dieses tolle Leder hier. Was bestimmt mega überteuert ist, ne? Jo. Liegen die auch was? Ja, naja. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der... Okay. Sehr schön. Wo ist jetzt dieser Runenschmied? Bleibst du gern mit nassen Hosen rum? Was ist er? Im Zelt. Okay. Hallo? Ah. Hallo. Hallo. Ich grüße dich. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Versteh mich nicht falsch, aber ehrlich, die Welt muss man nicht großartig preisen. Ah, Nordlinge. Immer unsympathisch, legen das Gesicht in Falten, missmutig, kritteln sogar an Begrüßungen rum. Aha, aber jetzt bin ich griesgrämig. Und du willst handeln. Leider kann ich dir nichts schmieden. Ich habe alles verloren. Auch mein Werkzeug.
Okay. Bist du Handwerker oder Magier? Deine Sprache hat kein Wort für meinen Beruf. Ich bin Gelehrter, Handwerker und Magier zugleich. Gematrie, Runenherstellung. Sagen dir diese Worte etwas? Nein, aber Runenherstellung erklärt sich ja wohl von selbst. Stimmt. Aber mein Handwerk reicht noch weiter. Runen und Glyphen fertige ich zuerst. Dann ordne ich sie zu mächtigen magischen Worten an. Diese Kunst hat viele praktische Anwendungen. Korrekt angefertigte Runensteine in ein Schwert als magisches Wort eingesetzt, verleihen der Klinge größere Macht als bei zufälliger Anordnung. Solche Worte können auch aus Glyphen bestehen und in Rüstungen eingesetzt werden. Also, manchmal löse ich Probleme. Und ich habe sogar schon verschwundene Gegenstände zurückgeholt. Für mich kannst du das nicht tun. Ich war auf einem großen Schiff. Es sank und hat meine Instrumente in die dunklen Meerestiefen gerissen. Einen Ersatz zu kaufen ist nicht möglich? Spezialanfertigungen waren das. Nach eigenem Entwurf. Ein Vermögen haben sie gekostet. Und all mein Geld, das ich bei mir trug, liegt ebenfalls auf dem trüben Meeresgrund. Ja, im Zweifel hält uns das nicht auf, oder? Deine Fähigkeiten könnten mir vielleicht nutzen. Daher würde ich dir gerne helfen. Was hältst du davon, wenn ich dir das nötige Geld bringe? Du könntest es mit Runen und Glyphen zurückzahlen. Ganz sicher? Eine hohe Summe brauche ich. Selbst einfachste Glyphen erfordern teure Werkzeuge, von fortschrittlichen oder meisterlich gefertigten ganz zu schweigen. Keine Sorge. Ich glaube, das wird eine gute Investition. Ich frage mich wirklich, was dich in unsere Gegend führt. Ganz einfach. Der Wissensdurst. Mein Mentor hatte mir alles beigebracht, was er wusste. Ich habe all unsere Sprachen erlernt. Ich kenne die Namen all unserer Pflanzen und Tiere. Solch eine lange Reise wegen neuer Worte? Im Überfluss hätte ich zu Hause leben können, respektiert für die Schönheit und Wichtigkeit meiner Kunst. Aber das wäre nicht erfüllend gewesen. Groß und vielfältig ist die Welt, da ihre Erschaffung weiterhin andauert. Ein Rätsel ist sie, das durch Symbole spricht. Die Sprache der Welt will ich erlernen. Die Zeichen entdecken, durch die sie spricht. Und ihre Syntax beherrschen, um die Prinzipien der Schöpfung selbst zu begreifen. Wie Geralt auch in die Richtung geguckt hat, genial. Wie du darüber sprichst, klingt eher nach einem Mann des Glaubens als nach einem Gelehrten. Glauben und Gelehrsamkeit sind für dich ein Widerspruch. Doch in meinem Land sind Heilige auch Wissenschaftler. Und Weisheit ist die Quelle ihres Ansehens. Glauben die Ophiri an irgendwelche Götter? Das hängt von der Region ab. Ich glaube an einen Gott. Die Welt. Durch Symbole spricht er, und durch das Studium seiner Worte kommen wir ihm näher. Symbole, also Runen und Glyphen. Nur Zeichen sind es. Ein Versuch unvollkommener Menschen, die Welt zu beschreiben, aber... Über Magie verfügen sie, und von Gott geht alle Magie aus. Wenn ich Runen herstelle und zu Worten anordne, das ist mein Gebet. Und sie mit einem Schwert zu verzaubern, das ist mein Segensspruch. Eine für uns sehr vorteilhafte Religion. Danke. Bis dann. Kronen ist gar nicht das große Problem, wir müssen nur ein bisschen was verkaufen. Dich wieder. Helf du doch mal deinem Freund da drin, Mensch. Was hast du aus Ob?
Ja. Naja. So. Oh Mann. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Wir werden sowieso die ganzen etwas schwächeren Steine nicht brauchen. Von denen wir so viele haben. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. So sei es. Ich habe etwas Geld dabei. Reicht das? Es ist ein Anfang. Ein teures Handwerk. Doch es kostet mehr als Geld. Ich brauche auch einen Stein aus Jade, von angemessener Größe. Mal sehen, was ich tun kann. Was? Finde eine Spitzhacke. Offenbar gibt es einige kleine Jadevorkommen nordöstlich von Novigrad. Ich sollte dort mein Glück versuchen. Machen wir. Und wir reiten. Ihr wisst ja, ich reite ganz gerne in Switcher. Und verzichte auf Schnellreisen. Ich werde gleich wahrscheinlich ein anderes Spiel aufnehmen, schneller, bei dem der Computer nicht so heiß wird. Wir sind immer noch nicht in der Story drin, ne? Also nicht, dass ihr euch wundert. Wir müssten ja mit Olgierd sprechen. Leicht schwammige Steuerung. Aber jetzt lass mal ganz kurz gucken, wo waren denn die ganzen Monsternester und so? Um Gottes Willen, hier. Oh. Verdammt nochmal! Hab gar nichts gemacht. Schreit denn der so rum hier? Hallo, ich war doch gerade noch. Tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Sehr schön. Thank you.
Hallo? Okay. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Dann weg damit. Und damit haben wir auch tatsächlich direkt die verlassene Stätte abgeschlossen. Habe ich mir schon fast gedacht, dass es zusammenhängt. Deshalb waren nämlich auch bei der alten Mühle keine Leute. Schön. Gibt auch noch ein bisschen Cash in the Tash. Sehr nice. Und hier haben wir dann die richtige Stadt. Mit Anschlagbrett sogar. Was steht denn hier Schönes? Brunwig. Die pittoreske Schönheit dieser kleinen Stadt macht es zum Gegenstand der Aufmerksamkeit von Barden und Poeten. Das bekannteste in Brunwig angesiedelte Literaturstück ist Die Verlobung. Eine Farce von Stanislas Islas. Das so gewonnene Ansehen hat das Dorf für die Ochsenfurter Boheme interessant gemacht, die hier in den Sommermonaten Zuflucht sucht. Sie vertreibt sich hier die Zeit mit Wettbewerben um den am schönsten gefiederten Hut oder nächtliche Jagden nach einem goldenen Horn in den umliegenden Wäldern. Ist auch ein sehr schöner Ort, muss man sagen. Gefahr, haltet euch fern von Heddel. Monströse Spinnen haben um das Dorf Heddel herum groteske Netze gewebt. Die Bestien sind riesengroß und verfügen über einen unbändigen Appetit, jedoch nicht auf Fliegen, wie es für sie geziemen würde, sondern auf Fleisch. Sollte ein unbarmherziger Monsterjäger dies lesen, kommt bitte vorbei, wenn du es schaffst, Heddel von dieser Geisel zu befreien. Warnung, Vagabunden, wenn ihr vorhabt, den Totenwald in der Nähe der Ruinen von Burg Arnskrone zu durchqueren, vergesst es. Plant lieber eine halbe Meile mehr ein und geht außen herum. Es ist zu eurem Besten, denn weder euch noch sonst irgendjemanden wird in diesem Ort etwas Gutes wiederfinden. Bekanntmachung. Gute Leute, auf Befehl des ehrenwerten Herrn Siegfried de Löwe wird ab jetzt eine Steuer in allen Dörfern dieser Region erhoben. Jeder Haushalt hat ein Fünftel seiner gesamten Ware und Besitztümer abzugeben. Im Austausch dafür wird unser Orden euch vor den Vagabunden beschützen, die das Land in Zeiten des Krieges immer wieder durchstreifen. Akzeptiert diese Steuer verständnisvoll, dann wird es auch keine bedauerlichen Zwischenfälle geben. Jemand hat das Pergament mit einer vulgären Zeichnung und mehreren beleidigenden Anmerkungen über die Ritter des Ordens und ihre Mütter beschmiert. Meister Topicke, stets zu Diensten. Habt ihr Lust auf Pilze? Wollt ihr euch einen Kräutertee kochen? Träumt ihr von Entspannung nach einem harten Tag auf dem Feld? Dann kommt zu Meister Topicke. Hier gibt es Maronen und alle anderen Arten von Pilzen, getrocknete Nesseln, Hopfen, Pfeifen, Unspetersilie, Ebenwurz, Mohnblumenmilch und vieles, vieles mehr. Bei Meister Topicke könnt ihr die Schätze des Waldes kaufen und verkaufen. Kesselflicker, beste Preise. Seid gegrüßt, mein Name ist Kirsten Hegger. Kesselflicker ist mein Beruf. Ich habe meine Arbeit hier in Morin bei einem Mann namens Scherk aufgenommen. Er vermietet mir ein Zimmer. Also kommt vorbei, ich garantiere beste Qualität zu unschlagbaren Preisen. Aber vergesst nicht, Morin, Christa Heggen, Kesselflicker, beste Preise. Kessel Hegger. Ne? Lehrling verschwunden. Gute Leute, mein Lehrling Volker ist spurlos verschwunden. Ich mache mir schreckliche Sorgen um ihn. Wer ihn also findet und zurückbringt, wird dafür eine beträchtliche Summe Novigrader Kronen erhalten. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mich in meiner Hütte am Stadtrand von Ochsenfurt besuchen. Falls ihr euch verlauft, fragt einen Bauern, wo der örtliche Kräuterkundler sein Geschäft hat, dann wird er euch den Weg weisen. Otto Bamber, Kräuterkundler. Okay. Oha. Das ist was fürs nächste Mal, oder? Guck mal, da können wir hier einmal nach links reisen und alles mitnehmen. Eieiei. Davon ist sicherlich auch einiges nicht DLC, oder? Ich weiß es gar nicht. Okay, beim nächsten Mal machen wir weiter. Auftrag Lehrling verschwunden, das machen wir auf jeden Fall. Spurlos. Aber Ochsenfurt ist natürlich...
Wobei hier auch ganz viel ist, ne? Ja, wie machen wir es denn jetzt? Wir gehen erst nach unten. Wir machen die beiden und dann gehen wir so nach unten irgendwie nach Ochsenfurt und machen das hier oben mit der Jade später. Brunwig. Hallo? Au! Wow! Mein Gott. Eine große Scheune, hm? Gut, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich was anderes aufnehmen, was ein bisschen weniger ressourcenfressend ist, damit ich ein bisschen die Temperatur runterbekomme. Also beim nächsten Mal, wie gesagt, wir kämpfen uns durch nach Ochsenfurt, nehmen die Fragezeichen im Süden mit und werden dann, sobald wir das alles erledigt haben, die Aufgabe von einem Kräuterkundler hier unten machen. Danach zurückkehren nach Brunwig und dann in Richtung der Jade die Fragezeichen machen. Dann haben wir aber wahrscheinlich vom DLC her schon die Fragezeichen erledigt. Denn die sind wahrscheinlich hier in der Ecke. Irgendwo. Ne? Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. The Witcher 3. Ciao, Leute.